Willkommen aus Berlin, wo wir das neue Nokia Lumia 830 in unserer Hand haben, das einen schönen Metallrahmen hat und an das Design des neuen Nokia Lumia 39 angelegt ist, das wir seit dem Sommer auch in Deutschland kaufen können. Wir sehen können, ich habe das jetzt in der rechten Seite in meiner Hand. Später werden wir es ein bisschen weiter vergleichen. Vorher gehen wir aber auf die Hauptfunktion des neuen 830 ein. Wir sehen können, wir haben auch hier ein 5-Zoll Bildschirm mit HD-Auflösung, also kein Full HD, also 1280x720. Aber das neueste Windows Phone ist natürlich auch installiert, 8.1 bzw. 8.11, was auch Denon genannt wird. Wir sehen können, wir haben hier dann entsprechend die Möglichkeit, gleich in die Settings reinzugehen und können euch auch kurz mal zeigen, welche Software wir hier installiert haben bei About. 8.1 Update und hier steht es auch nochmal, das Lumia 830 haben wir in unserer Hand. Was wir sehen könnt, auch ein, wie gesagt, schönes Metallgehäuse bekommen hat. Gehen wir einmal zuerst mal um die Hardware herum, danach können wir uns die Software noch ein bisschen anschauen, wie ihr sehen könnt. 3,5 mm Kopfhöreranschluss, Micro-USB-Anschluss oben, ein An- und Ausschalter, Lautstärkeregler und ein Kameraknopf haben wir hier und auf der anderen Seite dann nichts. Heißt, wenn ich jetzt hier die Kamerataste drücke, kann ich gleich anfangen mit der 10-Megapixel-Kamera hinten Fotos zu schießen. Snapdragon 400 von Qualcomm hilft mir hier bei der Geschwindigkeit, denn wir sehen könnt, der Betrachtungswinkel ist auch wunderbar. Hier haben natürlich noch ein paar weitere Funktionen, wie wir sie von Nokia früher schon kannten. Mit dem Lumia haben wir jetzt auch hier wieder die Möglichkeit, Weißabgleich, ISO und ähnliches schön einzustellen, denn wir haben auch hier wieder eine Zeiss-Optik verbaut und einen schönen Blitz. Noch ein Mikrofon für besseren Sound bei Conference Calls. Und wir haben natürlich auch hier die Möglichkeit, noch ein paar Einstellungen vorzunehmen, beziehungsweise können auch hier noch ein paar extra Funktionen wie Smart Sequence oder andere Sachen einstellen. Wenn wir jetzt hier auf die vordere Kamera wechseln, Entschuldigung, habe mich vertippt, seht ihr mich hier mit meiner GH4, einen schönen Weitwinkelobjektiv haben wir hier drauf, also ich habe es jetzt gerade mal ungefähr einen halben Meter weit weg und ich passe hier komplett drauf und noch zwei, drei Leute im Hintergrund würden auch ins Bild passen und ihr seht auch schön, wie die Decke hier schön noch unrenoviert ist, hier in dem oder an dem Ort, wo wir gerade hier die Nokia Pressekonferenz haben. Zu mir jetzt selber, wie ihr sehen könnt, wie gesagt, es hat einen Snapdragon 400 Prozessor drin, 1 GB RAM und deswegen läuft es auch entsprechend schön schnell. 16 GB interner Speicher genügt für viele, viele Bilder und Spiele. Instagram haben wir mittlerweile im Windows Store, Windows Phone Store, Wine und auch andere coole Software, wie zum Beispiel Skype, Facebook mittlerweile auch und viel Software von Nokia und Lumia, also hier Drive für kostenlose und Offline-Navigation, zum Beispiel Panorama können wir schießen. Wir können mit Link auch kommunizieren. Mixed Radio auch von Nokia natürlich. Refocus können wir später nochmal neu fokussieren. Auch hier mit dem Lumia 830, PDF-Reader, Shazam und alles Mögliche, was ihr eigentlich von Android auch vielleicht kennt und tagtäglich benutzt. WhatsApp und weiteres könnt ihr auch verwenden, sogar den BlackBerry Messenger. Machen wir mal hier Search auf. Und da können wir auf Englisch zumindest Cortana benutzen oder sollten wir es verwenden können. Hier noch nicht so installiert, allerdings, wenn ich hier auf Cortana klicke, müsste es funktionieren. Wenn wir Englisch eingestellt haben, ist allerdings eh noch eine Beta und in Deutschland noch eigentlich nicht relevant. Wäre eigentlich sowas wie Siri, falls ihr das nicht kennt. Aber wir gehen jetzt einfach mal hier in den Browser rein und schauen uns die Tastatur an, wo wir natürlich hier schön tippen können. Aber wir könnten auch hier die Tasten oder die Buchstaben miteinander verbinden, wenn das entsprechend eingestellt ist in den Einstellungen. Das zeige ich euch schnell, wie das geht. Das ist seit 8.1 nämlich auch möglich. Beziehungsweise ich muss gar nicht nach den Einstellungen suchen. Ich kann jederzeit hier einfach auf All Settings klicken und dann das hier entsprechend raussuchen. Wir sehen können, ist gerade alles auf Englisch. Allerdings kann ich das hier auch gleich umstellen auf Deutsch. Beziehungsweise ich gehe jetzt einmal auf Keyboard, gehe auf Advanced. Und sehe gar nicht gerade, wo man das einstellen könnte. Beziehungsweise ich muss wahrscheinlich auf Deutsch gehen oder auf Englisch, was ich sogar runterladen müsste. Genau, und Swipe war auch schon eigentlich eingestellt. Wir sehen können, es gibt einige Einstellmöglichkeiten, die es früher nicht gab. Wir können weiterhin unsere Daten auch verfolgen. Aber jetzt gehen wir nochmal einfach in den Browser rein und schauen, dass wir hier tippen können oder einfach mal TechHive eingeben, manuell. Wir sehen können, es lässt sich wunderbar darauf tippen. Es ist wirklich schön in der Hand zu halten, obwohl es 5 Zoll hat. Es ist wirklich angenehm von der Größe, finde ich.
Das WLAN ist jetzt hier nicht besonders schnell, leider. LTE ist natürlich auch eingebaut, dank Snapdragon 400, hat Quad-Core 1,2 GHz. Und ihr könnt auch schon den Artikel lesen zum 730-Miracast-Adapter. Dann haben wir einen 830 hier. Können wir kurz drauf gehen. Natürlich auch jederzeit drehen, wenn wir wollen. Dreht schön schnell, ohne Lags. Und es ist wirklich sehr schön angenehm hier zu lesen. 330 Euro wird das Handy übrigens kosten. Kann ich jetzt nochmal nachlesen, war mir vorhin nicht sicher. Allerdings kommen dann auch Steuern und Gebühren drauf, je nachdem, in welchem Land wir das dann kaufen. So, wir können nochmal ganz kurz einmal durch die Bilder gehen, die hier geschossen wurden. Viele Selfie-Bilder. Und wir sehen können wirklich gestochen scharf, auch wenn wir reingehen. Und ihr merkt auch von der Geschwindigkeit her, sehr angenehm im Gebrauch, würde ich jetzt auf jeden Fall mal sagen. Und jetzt machen wir doch kurz mal den Vergleich mit dem neuen Lumia oder mit dem älteren Lumia 39 oder auch Icon genannt in Amerika. Denn wie ihr sehen könnt, es ist tatsächlich 1-2 mm größer, das 830 in der Höhe. Also wenn ich es mal oben dran halte, seht ihr unten genau so viele Millimeter. Es ist allerdings dünner mit nur 8,3 mm, glaube ich, wenn ich die technischen Daten richtig im Kopf habe. Das könnt ihr hier unten vor allem sehr schön erkennen. Wir können aber dafür trotzdem die Rückseite austauschen, hat Wireless Charging sogar implementiert und NFC trotzdem mit dabei. Hier nochmal von oben. Und bei dem, wie gesagt, 39 können wir die Rückseite nicht austauschen. Das schöne Orange gibt es auch für das 830. Allerdings können wir, wie gesagt, hier die Rückseite abmachen, was ich noch gar nicht gemacht habe. Hier seht ihr den Wireless Charging Pad sozusagen. Der große 2200 mAh Akku ist hier zu sehen. MicroSD-Slot und der SIM-Karten-Slot, der in dem Fall nur Single-SIM ist. Es gibt keine Dual-SIM-Variante vom 830. Einfach beim Anbringen der Rückseite einfach wieder hier so ein bisschen schön festklicken überall und schon ist es wieder hier dran. Bisschen fester drücken an Piken und dann wird es auch schon hier schön fest dran bleiben. Nicht ganz einfach, denn es ist noch ein Pre-Production-Modell. Es kommt nämlich erst im Oktober auf den Markt weltweit. So, was kann ich euch noch zeigen? Natürlich, wenn ihr wollt, die Maps-Geschichte. Die ist allerdings auch nicht unbedingt neu, aber dank GPS und weiterem immer ganz praktisch, eigentlich so ein Handy dabei zu haben. Auch weltweit, wie gesagt, wenn ihr wisst, wo ihr hinfahrt und fliegt, dann ist es wirklich sehr schön, einfach Offline-Maps zu haben. Jetzt wisst ihr ganz genau, wo wir sind, in der Brunnenstraße. Es zoomt auch gleich dahin und dann können wir das Ganze hier verkleinern und hier auch in 3D schön durch die Straßen gehen und zu einer nächsten U-Bahn navigieren lassen und weiteres. Und ihr seht, das funktioniert wirklich sehr schön mit dem nur 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor von Snapdragon. Auch Photoshop und weiteres, wie ihr sehen könnt, und Ordner sind mittlerweile möglich. Wie ihr das hier gerade gesehen habt, ihr seht hier, welche Apps hier drin sind in dem Ordner. Draufklicken und schon kommen diese Apps zum Vorschein. Sehr schöne kleine Funktion und mehr will ich euch eigentlich gar nicht mehr zeigen zu dem neuen Nokia Lumia 830, denn das alles andere hier sind Standard-Apps, die installiert sind, die auch schon mit euren älteren Geräten hier verwenden könnt. Es gibt hier noch ein paar smarte Features, die Battery Saver und so weiter, die wie gesagt schon ein bisschen länger installiert sind. Und hier kann ich dann zum Beispiel sagen, nee, Cortana darf nicht im Hintergrund laufen und dann wird es gleich weniger Strom verbrauchen. Wir sehen können, da gibt es ein paar Geschichten, wo wir dann ganz genau sehen, was verbraucht viel im Hintergrund, zum Beispiel Internet Explorer oder die Selfie-App oder die Kamera-App, oder die haben bisher viel verbraucht. Wenn man drauf geht, wenn sie gebraucht sind oder im Hintergrund, verbrauchen sie so viel. Ja, und das war es auch schon mit dem ersten Test des neuen Lumia 830 Smartphone hier aus der, ich weiß gar nicht, wie das Gebäude hier heißt, aber auf jeden Fall aus Berlin von IFA 2014. Wenn ihr uns zugeschaut habt, ich hoffe, der erste Eindruck hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal, für die Sonne scheint zu abonnieren.